Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf dem, ja, auf dem Kanal. Ihr habt es sicher alle schon gelesen und ihr wisst es auch alle schon, ich werde jetzt anfangen, Portal mit euch, für euch, gegen euch, nicht gegen euch, zu spielen. Ja, jetzt noch ein paar Aufnahmetests, hoffe ich, dass Fraps nicht dauernd Frame-Einbrüche hat. Eben war ich bei 10 Frames, jetzt bin ich stabil bei 30 eigentlich. Jetzt hatte ich gerade wieder einen Einbruch, vielleicht hat man es gesehen. Ich bin da mal gespannt. Ich hoffe, der Sound stimmt so. Eigentlich war es eben gar nicht so schlecht. Ich habe das Spiel allerdings noch nicht einmal angespielt. Aber ich kenne ja Portal 2, ich kenne die Steuerung. Ich habe die Steuerung nicht mehr so im Kopf, wie ich sie im Kopf haben sollte. Und ja. Ich würde sagen, wir hauen direkt mal rein. Und fange an mit der Testkammer. Ne. Ah ja. Wir können schon mal gucken. Wir können gucken, wo wir sind. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Appetit. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen ergeben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Por favor, Bordon, fallar muchos. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Lol. Aha. Aha. Schöne Testkammer. Wunderbar. Ja, fängt ja direkt schon super an hier. Na, Würfel kommt raus. Das ist sehr gut. Ich glaube, das ist noch relativ einfach hier. Ja, oder auch nicht. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Material von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ist das Längen der Stimme normal oder liegt das daran, wenn ich mich so schnell bewege? Man weiß es nicht. 01 von 19. Ah ja. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Ja, witzig. Und wie? Wenn ich da nicht hinkomme, jetzt. Nein! Ah, jetzt der Würfel da, aber ich nicht. Ach, das wechselt die ganze Zeit, ja, das habe ich jetzt auch früh gemerkt. Dann finde ich, kann jetzt mal wieder ein Portal hinkommen. Dankeschön. Ja. Jetzt kann das Portal mal wieder hier. Jawollo. Perfekt. Doch. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ja, schön, aber ne? Geht nicht, wenn ihr nicht macht, dass ich da hinkomme. Also macht, dass ich Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen, mein Freund. Hurray. Level completed. Na, was erzählt ihr jetzt wieder? Man weiß es nicht. Ladedaten. Das ist schon mal gut. Mehr oder weniger. Oh, Ladedaten. Danke, fertig. Sie machen das sehr gut.
Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Ah, okay. Ey, ich will meine eigene Portalkanone haben. Das ist doch Kacke alles. Und... Ups, Entschuldigung für die Pause. Alles ziemlich laut. Ja, das dürfte besser sein. Aber trotzdem können die jetzt mal langsam... Hallo. Aha. Dankeschön. Auf. Aha. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Ah, endlich. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher. Das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Entschuldigung. Hallo? Begeben Hallo. Sie sich in die Kammerschleuse. Ja, ich würde gerne... Hallo? Warum kann ich nur ein rot-blaues Portal schießen? Ich will beide Portale schießen. Und, ich will dahin. Hallo, Mister! Ah, guck mal, da oben ist Raum. Aber ich will doch dahin. Das ist kontraproduktiv. Ach nee, ich bin so hohl, ne? Sehr gut. Ach. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Der Tag der offenen Tür. Alle da. Ja. Bis jetzt ist das Spiel ganz witzig. Willkommen in Testkammer 4. Ne? Sie sind gar nicht schlecht. Danke, weiß ich. Ich mag dich auch. Was wollte ich sagen? Ich habe vergessen. Dauernd bringt diese Schlampe mich aus dem Konzept. Ich habe nicht Schlampe gesagt, das hat sich noch so angehört. Hallo, Würfel. Da. Auch das war wieder sehr gut. Ja, als Teil eines Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Danke. Was ich sagen wollte ursprünglich war... dass das Spiel nicht so schlecht ist, aber das, ich fand den zweiten Teil ja auch schon geil. Hoffentlich werde ich dieses Spiel auch durchspielen. Ha. Ha. Oh Gott. Ich muss gleich niesen, ich merk's schon. Ja, ich merk's. Leichtes... Boah. Zucken in der Nase. Kennt man ja. Aha. Aha. Okay. Ja. Ja, danke. Ja, okay. Kommt da noch ein zweiter Würfel? Nein? Ganz sicher? Oder ist er da? Aha. Ja.
Dumme Idee. So, da ist er. Und da drauf. Hui, ist offen. Ist offen.